Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich. Freitag, wir läuten das Wochenende ein mit einem weitgereisten Gast direkt aus der Türkei. Nein, nicht ganz so weit. Aus Süddeutschland. Cansu Weinand ist bei mir. Hallo, du bist Beraterin unseres Partners Questico. Ja. Und wir sprechen mit dir heute über den spirituellen Weg, über deinen spirituellen Weg. Mhm. Und wie die Spiritualität uns alle ein Stückchen weiterbringen kann in der Eigenverantwortung und Entwicklung. Ja, selbstverständlich, die hat sich gleich sofort gelegt. Okay. Denn du wirst unsere Studiogäste mögen, die ich auch noch mit eingeladen habe. Stefan Schmidt ist auch noch bei uns. Ha, guck mal, da ist er. Gern gesehen, du warst die Woche schon einmal bei uns. Genau, heute wieder mit einer ganz, ganz tollen Legung. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Du hast ja immer im Lebenswetter einiges zu erzählen. Da bin ich sehr gespannt, was das Wetter so bringt. Und Nico ist bei uns, the big fish aus India. Heute mit dem Trendbarometer. Ja, du hast auch schon, man sieht einiges um dich rum. Direkt hinter dir quasi ein Foto von dir aus früheren Tagen. Das von dir, Jens. Ja, auf jeden Fall werden wir heute viel Spaß haben, liebe Zuschauer. Genauso soll es sein, um ins Wochenende einzuläuten. Cansu, du hast schon Spaß gehabt auf der Reise hierher, ne? Du hast eine tolle Busfahrt hinter dir. Ja, irrsinnig. Es war wunderschön. 5,5 Stunden in München rumgestanden. Das war klasse. Schön. Wo möchte man lieber stehen als in München? In Fröttmanning. Ah, in Fröttmanning. Ja. Ja, und ein bisschen frieren tat auch gut. Ja. Ja, doch, doch. Wir haben ja Sommer. Ja, da friert man schon gerne mal. Aber du hast, habe ich gehört, du hast Nico, glaube ich, vorhin erzählt, dass du dein Schlafkissen und Schlafdecke mit hattest. Ja, mein Herzkissen hatte ich dabei und meine Decke, alles in Rot, in einem sehr schönen, warmen Rotton. Und als ich dann im Bus saß, war es super gut. Hatte sogar Füßlinge dabei und konnte meine Schuhe ausziehen, Füßlinge, Kissen hin, Decke drüber und habe geschlafen wie ein Kind. Das heißt, du reist mit großem Gepäck, oder? Also hast du nicht, dass du noch ein Bett aufbaust. Ich hab so ein Täschchen dabei. Man glaubt gar nicht, was so alles in so ein Täschchen reingeht. Sogar Kissen und Decke. Mhm. Und Füßlinge. Und Füßlinge. Ansonsten, du hast wahrscheinlich sonst nichts mitgenommen, nur die Doch, drei Sachen. Auch, aber das lassen wir jetzt nur mal. Wo wir, finde ich schon, ein Stück weit, wenn wir über Kissen, Decke und Füßlinge sprechen, in der Kindheit gelandet sind, oder? So ein kleines bisschen zumindest erinnert es mich daran. Deine Kindheit war eine etwas andere, eine sehr spezielle, denn du bist nicht in Deutschland aufgewachsen. Nein, ich bin in der Türkei aufgewachsen, geboren worden sogar, originell. Ja. Und zwar im Norden der Türkei, an der Schwarzmeerküste. Mhm. Und ja, ich bin schamanisch aufgewachsen. Ja, wirklich so in der Natur, ja, also mitten nicht in einer Großstadt Natur, aufgewachsen. In einem 100-Seelendörfchen, mhm. Übrigens alles nur Onkeln und Tanten und Cousins und Cousinen von mir. Ja, und dann kam ich nach Deutschland und München und Flughafen und ich wollte sofort wieder in den Flieger. Und das kann ich mir vorstellen, denn deine Kindheit war ein bisschen eine andere. Ja. Du sagst schon schamanisch aufgewachsen. Ja. Das ist so die Familientradition, mhm. überhaupt die Tradition in der Gegend. Mhm. Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht als Kind? Was war für dich der Schamanismus oder was ist bei dir passiert? Also das, was man hier unter dem Übernatürlichen versteht, ist dort, oder natürlich. So wie ich aufgewachsen bin, absolut Alltag und ja. natürlich. Und da beschäftigt man sich mit alternativen Methoden, da ist man eben mit der Natur tatsächlich eins. Der Gottglaube ist auch ein bisschen ein anderer mhm. als das, was wir hier in Europa so kennen. Das heißt, oder es wird eventuell nicht auch aus der Türkei so vom Also es wird Hören. Nicht direkt an Gott geglaubt, sondern sagen wir, an Doch, Naturgeister? Es ist, oder? Es ist, man glaubt an eine Einheit, mhm. von der wir alle kommen und zu der wir alle gehen. Und somit ist diese Frage der Verbundenheit mit allen Wesen, die wir bewusst wahrnehmen oder auch gar nicht wahrnehmen können, gar keine Frage, sondern das ist, wie gesagt, das ist Alltag, das ist, gehört zu dem ganz Natürlichen, absolut Natürlichen sogar dazu. Das heißt, wenn ihr das auch so natürlich empfindet, gibt es auch, sag mal, in so einem 100-Seelen-Ort auch einen ganz anderen Zusammenhalt, weil ihr wisst, wir sind alle miteinander verbunden und das, was ich einem anderen Menschen antue, das tue ich mir selber an. Richtig. Und wir glauben ja auch, dass der Gott eben nicht nur so über uns herrscht mhm. und ganz böse dasteht und mit dem erhobenen Zeigefinger oder so, sondern man
glaubt, oder ein Schamane glaubt daran, dass Gott in allem innewohnt. Sei es jetzt in dem Menschlichen oder in allen Arten von Wesen und alles, was uns umgibt, dass alles von Gott, von dem göttlichen Funken durchdrungen ist. Also und so ist es ein ganz anderes Miteinander, klar. Also auch Tiere und Pflanzen, also ihr geht Steine, auch anders dann Tiere, mit Tieren um, Wasser, Steine, genau. Und Pflanzen. Das ist das, was wir sehen, ja. Aber ihr seht oder du hast auch als Kind noch ganz anderes gesehen, also auf sag mal, einer anderen Ebene, einer anderen Dimension, noch, Energien. Als Kind noch nicht, als Heranwachsende dann, als Teenager dann. Als Kind hatte ich so die Gabe, dass ich mich dann irgendwie so auf die Treppen gestellt habe und nach irgendwelchen Verwandten gerufen habe, die weit, weit weg gewohnt haben. Ich bin ja ein Kind der 70er, da gab es eben dieses Telefon in der Türkei schon mal gar nicht, in so einem kleinen Dörfchen überhaupt nicht. Und dann habe ich die Namen gerufen und meine Mama hat schon mal Gästezimmer hergerichtet, ein bisschen reichlicher gekocht und man wusste eben, da kommen Gäste. Und es war dann auch nicht, ich wurde auch nicht komisch behandelt von den Leuten, sondern war, wie gesagt, Alltag. Ja. Also du warst quasi das Fernmeldeamt. Ja, das mache ich ja heute noch. Ich diene ja heute noch als Medium. Und was war das dann als Heranwachsende? Was ist dabei passiert? Ja, da kamen so die Ahnen, wenn sie dann auf einmal mit im Zimmer waren. Das hat mir erstmal sehr viel Angst eingejagt. Ja. Damit konnte ich nicht wirklich viel anfangen. Da hat mir mein Vater sehr drüber hinweg geholfen, weil er mir das Ganze sehr schön erklären konnte. Und, weil er das als Kind oder Jugendlicher auch hatte? Oder? Er hatte es gar nicht mit den Ahnen, sondern er hatte es mit der Anderwelt. Wenn ich das jetzt versuche zu erklären, wird es etwas schwierig. Aber er war in der Lage, als Kind und Heranwachsende ganz andere Wesen zu sehen, als ich es heute überhaupt kann. Bei mir bleibt es im Bereich der Verstorbenen und der von uns gegangenen Seelen. Der hatte aber auch den Zugang zu anderen Wesenheiten, ja, Naturwesen. Jeder hat ja dann so seinen Auftrag und seine Richtung. Er hat es dann leider in der Pubertät verloren. Mhm. Bei dir war es nicht so? Da ist es erst überhaupt richtig dann aufgewacht. Da war ich dann eben nicht nur das Fernmeldeamt. Dann sah ich auf einmal Bilder, wenn ich mit irgendwelchen Menschen zusammenkam. Mhm. Und die Schwierigkeit bestand als Heranwachsende für mich darin, dass ich das erstmal lernen musste, ein- und auszuschalten. Ja. Dieses, wenn du in die Privatsphäre von Menschen eindringst, die sie ja vielleicht gar nicht herzeigen wollen, ist es eine Belastung für denjenigen und auch für den, für mich war es sehr, sehr belastend, mit diesen Geschichten überhaupt verbunden zu sein. Und ja, natürlich, also den ganzen Tag, also sobald du Menschen begegnest, sind diese Bilder da. Ja, genau. Klar, das willst du ja auch nicht immer. Also du willst denke ich mal, den Menschen so völlig normal begegnen. Also ganz normal auch kennenlernen, ohne dass da gleich die ganzen Bilder auf einen einströmen. Und gerade als Teenie hat man doch selber die eigenen Freunde so um sich und nicht unbedingt alle möglichen Leute, die man kennt und nicht kennt, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun haben möchte. Aber irgendwann lernt man das halt auch, vor allem wenn der Zusammenhalt eben in der Familie da ist und wenn es da als etwas völlig Normales gesehen wird. Und wenn da einem erklärt wird, du bist nicht verrückt und du wirst jetzt auch nicht verrückt, sondern das hast du in deinen Genen, das hast du von deinen Urahnen und Ahnen und von uns mitbekommen auf den Weg und mach das Beste draus. Wie du diese Gaben heute nutzt, darüber sprechen wir gleich noch. Jetzt haben wir erst einmal für Sie das Lebenswetter. Stefan Schmidt ist bei uns. Wunderbar. Du hast wie immer deine Karten mitgebracht und natürlich auch deinen Frosch. Genau. Der gehört dazu. Der Wetterfrosch. Genau. Königswetter oder Kaiserwetter könnte man sagen, denn er hat eine Krone auf, aber sieht draußen im Moment nicht so aus. Ne? Leider nein. Ich war gestern Abend noch was essen schnell, da habe ich echt gefroren. Ich bin eigentlich ein Draußensitzer und habe mich dann wirklich ins Restaurant reingesetzt. Mhm. Wahnsinn. Ja, ist irgendwie nicht so der Knaller. Mhm. Aber das Lebenswetter muss ja nicht auch so kühl aussehen. Ne? Da kann es doch ein bisschen herzlicher sein. Und das Schöne ist, das Lebenswetter kann man beeinflussen mit den richtigen Methoden. Und das ist eigentlich das Wunderbare. Das Wetter, da sind wir hier ausgeliefert. Können es aber auch bedingt beeinflussen, indem wir uns halt eine warme Jacke anziehen. Dann können wir auch weggehen oder raus. Kannst du weiter, der draußen sitzt. Genau. Ich hatte nur keine dabei. Aber das Lebenswetter kann man beeinflussen. Und da möchte ich heute halt erklären, wie die Zuschauer ihr eigenes Lebenswetter beeinflussen können. Eben mit den Lenormand-Karten.
Okay, dafür hast du schon mal auch was ausgelegt. Hast du dich auf was Bestimmtes wieder konzentriert? Letztes Mal war es ja deine Lebensgefährtin, die du dich konzentriert hast beim Auslegen. Diesmal wieder, oder? Nee, weil heute geht es mal um die Grundbedeutung erstmal. Wir gehen ganz zu Anfang und vielleicht fällt es ja den Zuschauern oder manchen auch schwer, die Grundbedeutung von den Learn-and-More-Karten zu lernen. Mhm. Und da habe ich so einen kleinen Trick, wie jeder ohne viel Seminare zu besuchen oder so die Grundbedeutung lernen kann. Man braucht einfach zwei DIN-A4-Zettel. Mehr brauchst du nicht. Und auf den einen DIN-A4-Zettel, dort schreibst du für jede Karte 1, 2 oder 3 Stichpunkte auf, was die Symbolebene für dich bedeutet. Ja. Also du schaust dir das Bild an und dann leitest du dort 1, 2, 3 Bedeutungen ab. Wir können es ja wirklich mal eben für denjenigen selbst. Also du sagst ja immer, natürlich gibt es Lehrbücher, wo dann die Bedeutung jeder Karte draufstehen. Aber du sagst auch, geh mal intuitiv für dich vor, was bedeutet diese Karte für dich? Also jeder findet dann so natürlich seine Bedeutung für die Karten, seine ganz, ganz persönliche, so wie er dann gerne damit arbeiten möchte. Und auch das ist natürlich veränderlich im Laufe des Lebens. Ne? Auch da kann man natürlich die Bedeutung wieder immer verändern, je nachdem, wie man sich tatsächlich dann fühlt. Absolut. Wir können es ja mal mit dir probieren. Magst du dir eine aussuchen oder soll ich dir mal eine aussuchen? Ich gucke die ganze Zeit, weil es so orange ist, es leuchtet so hervor den Schlüssel. Genau, was würdest du denn da sagen über die Symbolebene? Über die Symbolebene würde ich zum einen, also das hätte für mich, und da wird es vielleicht schon wieder schwierig, es hätte für mich zum einen etwas aufzuschließen, also vielleicht ein neues Thema aufzuschließen, aber auch etwas abschließen, also ein altes Thema abschließen, vielleicht auch ein Geheimnis einschließen oder ja, sowas. Irgendwie etwas aufschließen und etwas abschließen. Das wäre für mich beides. Absolut. Und da kann man ja auch. Ich habe den Schlüssel zu etwas. Also ich komme auf genau die richtige Idee. Ich habe den richtigen Schlüssel dafür gefunden. Genau, genau. Bei mir ist es noch die Sicherheit, weil wenn ich irgendwo feiern war als Student, kann ich mich noch erinnern und meinen Schlüssel dabei hatte, dann hatte ich die Sicherheit, ich komme in die Wohnung. Wenn nicht, hatte ich Panik. Deshalb gibt es für mich auch so eine Art Sicherheit. Und du hast ja auch gesagt, was aufschließen und was abschließen. Und da sind wir sogar schon einen Schritt weiter. Wenn du zwei gegensätzliche Bedeutungen hast, kannst du ja sagen, guck mal hier, sind ja die Zacken vom Schlüssel. Das heißt, die Karte, die dann hier liegt, da schließt du was auf. Da schließe ich. Sehr gut. Und die Karte hier hinten, da kannst du es ja nicht aufschließen, weil hier das Muster fehlt. Ja. Hier schließt du das ab. Also das sind auch nochmal diese Positionen. Genau, da wollte ich dich nämlich fragen, wie mache ich das, wenn es zwei unterschiedliche Bedeutungen für mich hat, die wirklich ganz, ganz im Gegensatz zueinander stehen. Ja, sehr gut. Genau, also da kann man nochmal definieren, je nachdem, ob die Karte rechts davon liegt oder links eben. Und dann kannst du auch die gegensätzlichen Bedeutungen integrieren. Mhm. Und so gehst du erstmal alle 36 Karten durch, wirklich nur am Anfang 1, 2, 3 Bedeutungen. Und wenn es dir schwerfällt, kannst du die natürlich auch mit einem Folienstift draufschreiben, weil dann kann man besser kombinieren. Ja. Dann steht hier vielleicht die Sicherheit und hier bei den Fischen, was würdest du denn jetzt da sagen? Bei Fischen würde ich sagen, entweder Bewegung, also etwas in den Fluss bringen. Mhm. Ja, Wasser ist meist auch kalt. Weiß ich nicht, ob irgendwie was kalt ist. Ist halt nicht so mit so viel Gefühl, sondern eher reduzierteres Gefühl dazu. Dann könnte man ja sagen, du hast Sicherheit, wenn du rational an die Dinge rangehst zum Beispiel. Hast du gut gesagt. Das ist einfach. Und da sieht man wieder den Profi, ne? Der kann das gleich wieder in die richtigen Worte bringen. Ja? Das ist halt Übungssache und da muss man sich wirklich trauen, fremde Leute zu beraten, da nicht zu scheuen. Das 16 Jahre habe ich gebraucht, bis ich so kann. Also deswegen, man muss da einfach in die Übung gehen. Ja. Und so gehst du jede Karte durch und das sind deine individuellen Bedeutungen. Mhm. Und dann fehlen ja noch Bedeutungen. Zum Beispiel vielleicht Ex-Partner oder eine Handykarte brauchst du. Oder was möchtest du denn noch in deinen Bedeutungen zum Beispiel drin haben? Ach so, dann kann ich mir dann immer was aussuchen. Beruflich beispielsweise. Also beruflich. Was den beruflichen Weg dann immer anbelangt. Klar, den privaten Weg dann auch. Eine spirituelle Weiterentwicklung, überhaupt Weiterentwicklung. So eine Bedeutung. Und da suchst du dir dann einfach intuitiv die Karten aus. Genau, das sagst du jetzt vielleicht, Mensch, Beruf, für mich ist jetzt Beruf der Anker. Oder die Spiritualität, das wären jetzt für mich die Sterne. Und das kann man eben von der Symbolik nicht so leicht ableiten. Und das ist die zweite Ebene. Und dann hast du deine Bedeutungen. Du hast Bedeutungen, wo du über die Symbole gehst und dann noch ergänzend einfach die Bedeutung, die du im Kartendeck noch haben magst. Und so kannst du eigentlich Karten legen. Und dann kann ich auch so viele Karten legen, wie ich will, nach Legesystemen, wie ich gerne möchte. Oder also, dass ich mal sage, okay, ich lege nur 4 Karten oder ich lege 16 Karten aus. Also das
mache ich dann auch so nach meinem Gutdünken, wie mir gerade ist. Genau, dann brauchst du... Wie speziell ich das haben will, wie detailreich. Also der erste Schritt ist wirklich, diese Bedeutung zu kriegen über die Symbolebene und über die Wortebene, eben, dass man das kombiniert. Und der zweite Schritt ist, dann brauchst du noch ein Legesystem. Mhm. Und das darfst du auch frei dir kreieren. Und ich rate da immer, drei Zeitebenen zu haben. Einfach Karten für die Vergangenheit, Karten für die Gegenwart, Karten für die Zukunft, wie du dann kombinieren kannst. Und dann nochmal eine Position, was dir schwerfällt bei dem Thema und eine Position, wie das Thema ausgeht, weil das wollen wir ja wissen, wie es dann ausgeht. Mhm. Und so kannst du dann anhand der Grundbedeutungen plus der Bedeutung deiner Position im Legesystem, kannst du Karten legen. So einfach ist das. Mensch, das ist ja gar kein Hexenwerk. Nein, es ist kein Hexenwerk, es ist erklärbar. Und vor allen Dingen dann würde ich erst die Bücher lesen, weil die Bücher kann man ergänzend lesen. Jetzt hat man sein eigenes System und ist sicher und dann kann man die Bücher lesen. Weil mir ging es am Anfang so, ich habe mir von meinem Taschengeld zig Bücher gekauft, eine riesen Bibliothek habe ich. Und das eine Buch schreibt das andere Buch das, weil es ja da nicht und dann bist du durcheinander. Mhm. Genau. Ja, also so wie du es erklärst, ist es wirklich super einfach. Jeder nach seinem System intuitiv da rangehen und wie gesagt, nichts ist unveränderlich. Also auch da wahrscheinlich im Laufe des Lebens werden sich für einen selbst die Kartenbedeutung dann immer ein Stück weit verändern. Wir haben noch gleich einen zweiten Teil mit dir. Da legen wir dann tatsächlich mal etwas und schauen uns das Lebenswetter ein bisschen genauer an. Genau. Super. Ganz lieben Dank erstmal bis hierhin. Jetzt haben wir für Sie das Trendbarometer. Hallo. Das ist Nico von einst. Da warst du out. Mhm. Jetzt bist du in. Genau. Ja. Ja. Oder geht der Trend wieder zum Bauch? Soll ich das jetzt übernehmen oder willst du weitermachen? Nee, mach mal. Okay, hallo liebe Zuschauer. Oh, mit Begrüßung und allem drum und dran. Ja, kannst du mal sehen. Ist das so, also du machst jetzt quasi die Moderation und ich höre zu? Genau, und ich werde auch ein bisschen was an dir machen. An mir machen? Mhm. Weil, du machst mich jetzt trendy wahrscheinlich. Genau, ich mache dich trendy für die Sommersaison 2016. Ich mache mal Sommer in Anführungszeichen. Muss ich Badehose anziehen? Hier, nee, lieber nicht. Das heißt mir lieber nicht. Aber du hast es schon ganz, ganz wundervoll, dieses erste Bild hochgehalten. Ja. Das ist eine Kampagne von einer deutschen Biermarke. Und zwar heißt es dort, dass das Sixpack out ist. Ja. Und wenn ich uns beide mal so ansehen würde, würde ich sagen, wir beide müssten jetzt an den Strand und wären voll in. Ja? Ja, weil du hast kein Sixpack. Ich habe diesen leichten Wohlstandsbauch, den hast ich mir du? So in den letzten... Das sieht man gar nicht. Ja, das ist das T-Shirt. Ich empfehle jedem so ein weites T-Shirt, der so einen leichten Wohlstandsbauch hat. Und das ist quasi so, dass... du musst dir vorstellen, so... Eine Frau will ja gern kuscheln. Und wenn du da jetzt quasi so ein Sixpack hast, ist es ja so, als würde sie auf so einem harten Stück Holz liegen. Ja. Aber wenn du so einen leichten Wohlstandsbauch hast, ist es wie so ein Kissen so zum Ankuscheln. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Okay, ich schon. Egal. Ich würde ja auch direkt zur nächsten Geschichte kommen. Und zwar, kennst du noch die Zeit... So mit frisst du dir jetzt echt noch einen dickeren Bauch an? Nein. Nein. Ich bin zufrieden jetzt, so wie ich bin. kennst du noch diese Zeit von den Blümchen-Badehosen? Ja, klar. Wo eigentlich jeder in diesen Badehosen rumgelaufen ist. In dem Sinne will ich einmal meinen besten Freund Fabian grüßen, denn der trägt diese immer noch. Und ist wahrscheinlich inzwischen wieder in. Nein. Nein. Das waren die letzten 2 Jahre ungefähr. Okay. Und man ist jetzt gewechselt. Ich muss einmal hier den Bauch verdecken, weil hier haben wir ein Sixpack. also quasi einfarbig ist einfach in so diese Blümchen-Badehosen, die... Ja, die will eigentlich keiner mehr sehen. Frauen finden das unattraktiv. Innen ist jetzt quasi diese Badehose mit Wohlstandsbauch. Und so wie es aussieht, eben auch ein bisschen kürzer, ne? Also die, genau, also die waren ein bisschen länger. Genau, es soll nicht mehr über die Knie gehen, weil es sieht ja blöd aus, wenn du dann im Sommer quasi eine kurze Hose anziehst, ne? Aber du bist nur bis zum Knie irgendwie gebräunt. Ja. Genau, deswegen ist das auch raus. Ansonsten, weißt du, was ein Septum ist? Das hört sich unanständig an. Ist es aber nicht. Ein Septum ist das obere Bild. Mein bester Freund, auch Fabian, sagt dazu immer, wenn Frauen das haben, das sieht aus wie ein Popel. Das ist und wenn out. Männer das haben, sieht es aus wie? Wie ein Bulle. Ja. Wie ein Bulle, wo man schön an die Kette und dann... Das ist out 2016 im Sommer. Innen ist jetzt dieser Medusa-Ring. Medusa. Ich finde aber, das hat noch mehr Anzeichen wie ein Popel. Ja, das stimmt. Oder? Ja.
Also, ich weiß nicht, es wäre, glaube ich, theoretisch könntest du beides tragen. Mir steht alles. Ja, weiß ich, deswegen ja. Also, meinst du, ich sollte mal? Bitte? Meinst du, ich sollte das mal? Nein. Die Regie sagt gerade, was ist mit Bauchnabelpiercing? Vor allem, wenn man so einen Bierbauch hat. Das passt. Sieht bestimmt gut aus. So schön so, und dann schön so ein Diamanten hier so drin. Ja. Das finde ich nicht. Und eine Goldkette mit einer Uhr dran. Oder ein Kronkorken einfach. Ein Kronkorken in Bauchnabel. Oder ein Flaschenöffner. Und dann, weißt du, Bauch einziehen, Kronkorken rein und dann Bauch raus und Kronkorken schießen mit Bauchnabel. Ja, das wird olympisch. Das ist der neue Trendsport 2020 olympisch. Und wer gewinnt? Usain Bolt. Oder wir. Oh, ja. Weil wir den erfunden haben, den Sport. Das stimmt. Müssen wir morgen Patent anmelden. Ja, machen wir. Okay, kommen wir zu Zuschauer, also halten Sie sich zurück beim Patentamt, das ist unseres. Richtig. Nein, machen Sie durch. Wenn Sie reich werden, alles gut. Kommen wir zur nächsten Geschichte. Und zwar, wenn ich jetzt als allererstes einmal dieses Bild zeige, ja. Was würdest du denken, wenn du dieses Bild siehst? Dann sage ich, ich lutsche nicht an Asphalt. Du lutschst nicht an Asphalt. Genau. Allerdings ist dieses sehr gesund. Und wenn der Wohlstandsbauch irgendwann mal doch zu groß ist und er ein wohlständigerer Bauch ist, dann empfehle ich dir, dieses Eis was zu essen. Was ist denn das? Und zwar, das ist ein Trend ganz frisch aus New York. Wurde diese Saison quasi neu rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ganz, ganz viele machen so Werbung für Detox. Diesen Detox-Tee, der den Körper entgiftet. Dieses Eis besteht quasi aus Kokosraspeln und Vanille und Kokosmilch und Kokoscreme. Also es schmeckt so ein bisschen Vanille-Kokoslastig. Und die Kokosnuss ist ja in einer Schale drin und diese Schale wird quasi verbrannt. Okay. Und diese Asche wird ins Eis gemischt, deswegen wird das schwarz. Jetzt denkt man sich vielleicht erstmal, boah, Asche, das ist ja irgendwie nicht so gut für den Körper. Allerdings ist es bei diesem Eis anders, weil diese Asche in diesem Eis ist quasi dieser Detox-Effekt, der den Körper entgiftet. Also ist es ein gesundes Eis und für alle, die Eis mögen, wäre das die perfekte auf jeden Alternative. Fall. Aber weiß man noch nicht, ob es das hier irgendwo in Deutschland gibt, oder? Hast du das schon rausbekommen? Ich hoffe, dass es vielleicht drüber schwappt für alle Wohlständigeren. Ansonsten müssen wir alle nach New York. Genau, müssen wir gut alle nach New York. Für unseren CO2-Fußabdruck. Genau. Ja. Allerdings, diese Detox-Richtung gibt es ja eigentlich gibt's schon. Ja, es gibt Tee, sowieso, es gibt aber überall. Detox, also Eis als Detox, finde ich, ist ein schöner Trend. So, für den nächsten Trend müsste ich einmal aufstehen und einmal was an dir verändern. Und zwar, ich komme einmal rum. So kommst auf du deine rum. Seite. Ja. Ich müsste nämlich einmal was an deiner Hose verändern. Und zwar, ich komme einmal rum und liebe Zuschauer, vielleicht sehen Sie einmal, wenn wir die Kamera einmal kurz schwenken, auf meine Füße und auf die Füße vom Jens, sieht man, dass ich einen 7/8-Look trage und der Jens einfach bloß, bin halt heute so da. Deswegen würde ich dir jetzt einmal die Hose... Ach, deswegen hast du vorhin gefragt, ob ich Ganzkörpersocken genau, habe oder... Genau, ob er lange Socken anhat. Pass auf, ich werde dir beide Seiten einmal umkrempeln und zwar und genau schon dreimal. Sehe ich cooler aus, ne? Schon bist du voll 2016. So musst du jetzt übrigens die ganze Sendung weiter. Weil ich aber auch so schlanke Fesseln habe, weißt du? Ja, ich sag's dir. Ja. Jens? Ja. Regie sagt auch, sieht super heiß aus. Ja? Das liegt aber an der Hose. Aber was auch schön ist, du hättest es schöner krempeln können, wird mir gerade gesagt. Aber ich glaube, dieses gerade so, wie, weißt du, dieser gerade aufgestanden Look, den man sich so mit Gel macht, ist, glaube ich, auch so, der Aufkrempel-Look ist auch, genau, out of bed. War das eine Anspielung auf meine Haare? Oder? Auf gar keinen Fall. Okay, ich dachte schon, du wirst frech. Nee, und so wird dann auch gekrempelt. Okay. Ja, auch ein bisschen so gekruschelt. Okay. Weißt du, was angenehm ist? Es kommt jetzt Luft an die Beine. Es ist luftig, ja. Deswegen, das ist so dieser Sommertrend. Ich zum Beispiel, ich bin nicht so der Freund von kurzen Hosen. Nein. Weil ich trage einfach immer gerne Jeans, weil es sieht besser aus als kurze Hosen. Ja. Und es ist also kurze Hosen am Strand ist super, in der Stadt ist finde ich auch immer so ein bisschen, also mache ich ab und an, wenn es wirklich super heiß ist, aber eher auch ungern. Ja, und deswegen, ich habe diesen Look schon 2015 für mich entdeckt. Hallo! Also bin ich quasi Trendsetter 2016. Ey, unfassbar! Oder? Gut. Nico. Haben wir noch Zeit? Ja, komm, einen noch. Einen noch? Also Regie sagt zwar okay, aber ich finde ja, Trends ist immer, können wir machen. Gut, was ist denn das für ein Kittel hier überhaupt? Das ist kein Kittel, dazu komme ich später. Achso, was heißt denn später? Ja, im zweiten Teil dann. Achso, haben wir noch einen zweiten Teil? Wir haben ja noch einen zweiten Teil. Ja, guck mal. Mhm. Ja, komm, einen machen wir aber trotzdem. Gut, und zwar, du kennst wahrscheinlich so diese Trends aus den 90ern. So breite Hosen, bauchfrei, Frauen eher so Minirock. Das war ja jetzt wieder angesagt in dieser sogenannten Hipster-Bewegung. Ich habe nie einen Minirock getragen. Ja, aber wahrscheinlich so breite Hosen, so à la Vanille-Eis, Jump. Ja, in den 80ern. Richtig, so 80er, 90er Jahre war das. In den 80ern habe ich das. Das ist ja in den letzten 3-4 Jahren wieder aufgeflammt. Ja, ich hatte sogar,
Und das, wie da bin ich natürlich mega Trendsetter. In den 80er Jahren hat ja MC Hammer hat auch diese Windelhose gehabt. Und, aber der war der Einzige, der die hatte. Ja. Und dann habe ich meiner Tante gesagt, Tante, schneider mir bitte so eine Hose, weil die gab es nicht zu kaufen. Die hatte echt nur MC Hammer und meine Tante hat mir so eine geschneidert und ich war dann der Einzige, der mit so einer Hose rumgelaufen ist. Geil, interessante Geschichte. Ja. War der Mega-Trendsetter in den 80ern, das kann ich dir sagen. Auf jeden Fall, sowas will man diese Saison nicht mehr sehen. Nein. Weil das ist... Gut, dass ich die nicht mehr habe. Richtig. So, was in diesem Sommer noch so in ist, das zeigt uns jetzt die Werbung. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Spirit and Business, die TV-bekannte Runenmeisterin und Autorin Stefanie Gralewski, führt Sie in die erfolgreiche Selbstständigkeit. Themen: Marketing für spirituelle Unternehmen, Beratungstechniken, Zeitmanagement. Ein All-Inclusive-Paket inklusive Übernachtung und Vollverpflegung im 5-Sterne-Hotel in Hannover. 7. bis 9. Oktober 2016. Mehr Infos unter www.kartenlegen-berlin.de. Cansu Weinand ist bei mir und wir haben ja über deine Kindheit schon gesprochen in der Türkei, an der Schwarzmeerküste, die ein bisschen anders aussah als eine typische Kindheit in Deutschland oder Berlin. Minimal, genau. Jetzt lebst du in Deutschland schon ganz, ganz lang, hast dir aber deine Fähigkeiten bewahrt und arbeitest mit denen natürlich auch heute. Ja. Wie sieht die Arbeit eines Mediums, denn das bist du, denn so aus? Also was siehst du tatsächlich? Ist das immer noch so, wie du es mir vorhin erzählt hast, die Bilder? Also wenn du einem Menschen begegnest, hast du, wenn du den Einschalter für dich betätigst, hast du dann sofort Bilder? Also so arbeitest du dann mit den Kunden? Ja, zum Teil. Das ist wirklich nur ein Teil des Ganzen. Ansonsten bin ich immer noch das Fernmeldeamt. Medium bedeutet hier nichts anderes als Übermittler. Mhm. Und genau das mache ich nach wie vor. Ich vermittle sozusagen zwischen dem Unterbewusstsein und dem Bewusstsein. Mhm. Das, was wir über uns selber wissen, ist immens viel, was wir allerdings selber gar nicht so hervorholen können, weil wir uns zu nah sind und im Wege sozusagen dann stehen. Ich vermittle zwischen Menschen, zwischen Mann und Frau, das sind ja auch wiederum zwei Welten, und zwischen der Anderswelt und dieser, Jenseits und Diesseits, wobei das in der Spiritualität natürlich eigentlich nicht existiert. Und zwischen dem Göttlichen, ich nenne es immer das Göttliche, dabei ist es wirklich völlig egal, ob man das göttlich nennt, natürlich nennt, universell nennt, wie auch immer jeder Einzelne es an seinen Glauben herangeht. Im Endeffekt geht es immer um diese Einheit und ich vermittle eben auch zwischen dieser Einheit, also der gesamten Umwelt und dem Einzelnen. Ich bin immer noch das Fernmeldeamt. Bist du immer noch in einer etwas anderen Art und Weise? Das heißt, wenn ich jetzt zu dir komme und eine konkrete Frage habe, dann wie sieht das dann bei dir aus? Also wenn du sagst, du vermittelst quasi zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein, wie lockst du dich dann bei dem anderen ein? Ich lass den Menschen selber einlocken. Ja. Das ist, ich lasse oft meine Klienten einfach mal nur ihren Namen aufschreiben. Mhm. Da sind sie schon mal bei sich selbst, haben etwas, worauf sie sich konzentrieren können. Und genau da kann ich an diese Energie ran und komme auch in das Unterbewusstsein sozusagen dadurch. Es tauchen manchmal Worte auf, manchmal sind es ganze Sätze, manchmal sind es Bilder, manchmal sind es auch tatsächlich irgendwelche Verwandte, Ahnen oder Menschen, die diesem Menschen etwas Gutes tun wollen. Manchmal aber das taucht alles bei dir auf und du gibst es dann weiter. Ich gebe es genauso, wie es bei mir ankommt, weiter. Und so der gesehen. Der Klient muss eigentlich nichts tun. Also er hat einmal seinen Namen aufgeschrieben, und dann sitzt er da und du lockst dich quasi ein und dann kommen Dinge hoch. Der Klient braucht nur, sich auf das Geschriebene zu konzentrieren. Mhm.
Natürlich habe ich auch andere Instrumente. Stefan hat es vorhin bei den Lindamore-Karten übrigens super, sehr, sehr schön erklärt über diese, man kann ja verschiedenste Instrumente hernehmen. Ich habe die Karten des Lebens, ich habe Lindamore-Karten, ich habe die Skat-Karten, ich habe die Tarot-Karten, ich habe Runen. Ich kann Wasser hernehmen oder von Asche war gerade die Rede, ob das Instrument ist im Endeffekt egal. Der Klient muss sich damit wohlfühlen, muss sich damit irgendwie identifizieren können. Und meine Arbeit geht ja meistens nun doch übers Telefon. Und da ist es halt, dass ich den Namen aufschreiben lasse. Und wenn es um Verwandte geht oder eben um Liebe geht, einfach das alles in einem Wort aufschreiben lasse. Und da das heißt, also der Klient über muss schon, oder der Anrufer gehe. Muss schon auch mit einem konkreten Thema kommen? Oder sagt er einfach, pass mal auf, Chansu, ich schreibe jetzt mal meinen Namen auf und dann mal gucken, was kommt. Geht das auch? Also das geht auch. Das geht auch. Da kommen dann es gibt Themen. Immer Themen, die oben liegen, die dran sind und die müssen dann ja eigentlich hochkommen. Manchmal ist ja der Grund des Anrufes auch einfach mal nur die Neugier, dass man neugierig ist und wissen möchte, ja, was kommt denn jetzt demnächst? Und dann reicht tatsächlich auch Name, Geburtsdatum, kann man sich darum kümmern und die Themen tauchen dann tatsächlich so nacheinander auf und meistens ist es dann doch etwas mehr, als der Kunde, der Klient sich gewünscht hat. Besser ist es tatsächlich, sich auf ein Thema zu konzentrieren, ja. Könntest du das auch jetzt, also wenn ich jetzt meinen Namen aufschreibe, könntest du dich direkt einloggen oder brauchst du dafür eine... Ich könnte das. Ja? Ja. Wollen wir das einfach mal probieren? Sehr gerne. Also ich brauche nur den Vornamen jetzt aufschreiben? Ja, deinen eigenen Vornamen. Ja. Konzentrierst dich dann auf die einzelnen Buchstaben. Okay, gut. Ja, normalerweise, wenn ich bei mir bin, schreibe ich den Namen direkt mit. Wunderbar. Gut, danke dir. Konzentriere dich bitte auf die Buchstaben. Du kannst dich weiterhin bei den Buchstaben, bei den vier wenigen aufhalten. Bei dir geht es im Moment um ein neues Projekt und auch um eine Urlaubsplanung, wo du noch nicht so ganz genau weißt, wie das Ganze aussehen soll. Das sind deine beiden Themen, die gerade sehr aktuell sind. Allerdings. Ja. Ja. Ist absolut korrekt. Bin gerade bei einem neuen Umzug mal wieder. Und das ist jetzt gerade, das liegt direkt an. Das muss ich jetzt gerade alles koordinieren. Und das hat dann auch wiederum mit dem Urlaub zu tun. Ich wollte eigentlich Ende nächster Woche in Urlaub für ein paar Tage oder für eine Woche. Und dadurch, dass jetzt der Umzug aber relativ früh noch dazwischen kommt, kann ich es noch nicht genau sagen. Also weiß ich noch nicht, ob das mit dem Urlaub jetzt irgendwie hinhaut oder ob ich doch hier bleibe. Willst du das dann auch noch jetzt erfahren? Willst du das als Zusatzfrage dazu stellen? Ja. Willst du das wirklich? Also den Urlaub würde ich an deiner Stelle um eine Woche verschieben. Ja. Der wird ansonsten zu stressig. Du wirst mit den Gedanken bei deinem neuen Projekt sein und nicht dich wirklich entspannen können. Für die Entspannung wäre es eine Woche verschieben, dann hast du tatsächlich deine Entspannung. Monat weiß ich nicht, würde ich nicht unbedingt, weil die Entspannung danach schreit dein Körper auch schon. Ja, das tut er allerdings. Siehst du, so einfach funktioniert so das. Einfach kann es manchmal sein, ja. Und absolut korrekt, was da gerade los ist, ja. Mensch, ganz lieben Dank. Ja, schöne Demonstration. Haben wir gleich aber noch mal ein bisschen Gelegenheit, über deine Arbeit zu sprechen. Haben jetzt erst einmal ein paar Bewegtbilder von Beratern unseres Partners Questico, so wie du einer bist. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung. Ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Die meisten Kunden, die mich anrufen, sind in einer Sackgasse angekommen. Und dann ist es meine Aufgabe, sie an die Hand zu nehmen, dass wir uns gemeinsam umdrehen und in die andere Richtung zu gehen. Immer da, wo das Licht ist. Und erst dann
trauen wir uns wieder, Luft zu holen. Dann ist das Leben wieder schön. Sich auf das zu konzentrieren, was wir haben wollen. Und das alles, die Dunkelheit, die Trübsal hinter uns zu lassen. Hallo, Stefan Schmidt. Hallo. Meine Kindheit hier, das habe ich gerade von Nico. Genau, schön mit genau. Nintendo. Das ist wirklich meine Kindheit, aber lege ich mal. Und zwar, was hast du, welches Spiel hast du gespielt am liebsten? Also auch Mario und so Leichtathletik-Spiele und auch Pokémon. Also dieses alte Pokémon-Spiel habe ich geliebt. Ich habe auch alle Versionen, die rote, die blaue gehabt als Kind. Ja, aber Pokémon Go jetzt hier als App, das spielst du nicht, ne? Nein. Das ist mir alles zu komplex irgendwie geworden. Und ja, ne? Das ging mir so. Ich habe ja früher dann auch immer gerne so die Fußballspiele oder sowas gespielt. Das war alles noch ganz einfach. Ja. Da hast du einen Knopf gedrückt fürs Schießen und einen fürs Passen oder so. Und einen für den Foul gab es noch. Einen fürs böse Foul. Und dann hast du halt irgendwie auch noch sowas wie einen Joystick gehabt, genau, wo man die Bewegung gesteuert hat. Und inzwischen ist das irgendwie, da musst du 10 Knöpfe drücken hintereinander in Kombination, damit die wildesten Tricks gemacht werden. Ist mir alles viel zu kompliziert. Kapiert es auch nicht. Nein, da kommt bei mir auch nie was an. Also da verliere ich immer schnell den Ball, ein Tor schieße ich dann eh nicht mehr. Mhm. Das war früher alles einfacher. Ich spiele auch gerne die alten Sachen. Das stimmt. Ja, genau. Mit den neuen, das ist mir, also dann, das ist ja so realitätsnah, dann gehe ich lieber raus und spiele selber. Das stimmt absolut, oder? Genau. Ja. Kann man machen. Genau. Das Lebenswetter wollten wir eigentlich machen. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich zu den Karten gekommen, weil mir das alles so komplex war. Aber man sollte auch spielerisch an die Karten rangehen. Und es sollte auch einfach sein. Und ich habe auch noch einen Tipp, wie man neue Grundbedeutungen rausfinden kann. Habe ich ganz vergessen zu erzählen. Da sollte man sich einfach noch mal ein zweites Deck dazu kaufen von den Lennemore-Karten oder auch was anderes. Und dann morgens einfach eine Karte ziehen. Mhm. Aber wenn man dann die Karte gezogen hat, die verdeckt liegen lassen und erstmal nicht angucken. Mhm. Und dann geht man durch den ganzen Tag und man erlebt den Tag. Und abends, wenn man dann ins Bett geht, dann dreht man die Karte um und guckt mal, wie der Tag war und vergleicht den Tag mit der Karte. Mhm. Und so kann man neue Grundbedeutungen rausfinden. Also wenn der Tag jetzt einmal sehr anstrengend war und du hast jetzt eben diese Karte, dann ist für dich, der Brief wäre es eigentlich, das kann andere bedeuten, aber in dem Fall wäre es hier, sag mal, Büro, weil es ist ja auch ein Schreibtisch, genau. Das ist halt anstrengend. Büroarbeit, also Pflicht und so, würde dann die Bedeutung für einen sein. Ne? Für mich ist das die Verschlafen-Karte, weil ich habe mal verschlafen, dann habe ich schnell noch eine Karte gezogen und habe ich auch viel Ärger an dem Tag gekriegt. Und der Brief ist ja auch zu, also seitdem ist das die Verschlafen-Karte. Das erinnert mich direkt wieder an unser letztes mein Gespräch Hauptthema. Vor ein paar Tagen, als du gesagt hast, welche Superkraft hättest du gerne? Schlaflosigkeit. Das fand ich sehr, sehr lustig, weil du eben sehr, sehr viel und gerne schläfst und du würdest eigentlich gerne ein bisschen weniger schlafen. Genau. Also ist das genau deine Karte, die du im Prinzip nicht sehen willst. Nein. Aber so findet man halt neue Bedeutungen raus. Oder guck mal, du hast sie dir jetzt hier hingelegt. Das heißt, der Schlaf ist jetzt bei dir verschlossen. Also du wirst jetzt nicht mehr so viel schlafen. Richtig. Guck mal. Ich weiß aber auch warum, weil ich morgen um 5 Uhr aufstehen muss. Siehst du? Und es ist deine Tagesqualitätskarte. Genau, absolut. Genau. Das schon wieder Menschenskinder. Und so spielerisch kann man da rangehen. Das ist überhaupt nichts Schwieriges oder man soll das auch nicht verkomplizieren. Und dann kann man auch noch einen Schritt weiter gehen, um die Bedeutung sich besser einprägen zu können, kann man sein persönliches Deck auch in Gegensätze aufbauen. Mhm. Also zum Beispiel, es gibt Geld, was immer reinkommt, irgendwie Gehalt. Und dann gibt es Geld, wo vielleicht nur einmal reinkommt oder ein Besitz oder irgendwas Besonderes, eine Sonderzahlung. Mhm. Und so kann man das jeweils immer in Gegensätze aufbauen. Zum Beispiel das Geld, was immer reinkommt, sind bei mir die Fische. Mhm. Und das sieht ja aus wie so ein Tresorschlüssel. Ja. Und deswegen ist das für mich, Tresorschlüssel ist immer viel Geld drin. Deswegen ist das zum Beispiel auch die Karte Geld, wo nur einmal reinkommt, so eine Art Sonderzahlung. Mhm. Okay. Und so kann man eben auch in die Tiefe gehen. Stell dir mal vor, du willst umziehen und willst jetzt wissen, ob du in ein Haus oder in eine Wohnung ziehst. Dann legst du einfach zwei Karten fest. Eine Karte, was Haus ist und eine Karte, was Wohnung bedeutet. Also bei mir ist jetzt hier das Haus, die Immobilienkarte und die Wohnung wären für mich die Lilien. Mhm. Weil da muss ich an meine Mutter denken, die liebte Orchideen und liebt sie immer noch und Lilien auch. Und die hat ganz viel Lilien in ihrer Wohnung und eben deswegen ist das die Wohnungskarte bei mir. Siehst du, so ist eben für dich dann deine Bedeutung, genau. Und für jeden kann es natürlich nochmal individuell ganz anders aussehen. Ja. Genau, jetzt wollen wir aber rausfinden, ob du jetzt eine Wohnung oder ein Haus ziehen sollst. Und da legt man einfach ein großes Kartenbild aus und du schaust die Karten drumherum. Welche Karten liegen an der Wohnung?
und welche Karten liegen am Haus. Mhm. Jetzt machen wir es ganz einfach. Jede Karte teilst du ein, entweder in eine positive Karte oder in eine negative oder in eine neutrale Karte. Mhm. Also du machst dir mit dem Stift einfach ein Plus, Minus oder Neutral. Mhm. Also zum Beispiel hier, was würdest du denn beim Anker sagen? Ist das für dich positiv oder negativ oder neutral? Einfach spontan. Wenn ich zum Thema Wohnen gehen würde, dann würde ich sagen, ist es dann erstmal positiv, mhm. weil dann hat man so einen schönen Grund gefunden, es ist da verankert. Mhm. Also es ist ja immer gut, wenn man so eine stabile Basis hat. Mhm. Und das Wohnen, finde ich, gehört so ein bisschen dazu. Okay, dann würdest du also da einen Plus drauf machen. Ja. Jetzt vielleicht eine negative Karte, der Berg, das ist anstrengend, wenn ja. man hochläuft. Und jetzt zählst du einfach, an welcher Karte, an der Wohnung oder am Haus, mehr Plus liegen. Und da wirst du dann hinziehen. Mhm. Also einfach, wo mehr Pluszeichen sind und den Weg gehst du dann. Mhm. Das kannst du zum Beispiel auch machen, ich habe einen Gegensatz hier alt und neu. Mhm. Also die Wolken sind für mich alt, das Kind ist für mich neu. Mhm. Jetzt willst du dir ein Auto kaufen. Ja. Sollst du dir einen Gebrauchtwagen kaufen oder eben einen Jahreswagen oder einen Neuwagen? Und dann zählst du einfach Plusse und Minusse und dort, wo mehr Plusse liegen, den Weg gehst du dann. Also würde an den Wolken mehr Plusse liegen, dann würde ich anraten, Mensch, kauf dir doch ein schönes, gebrauchtes Auto, was vielleicht ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, ist günstiger. Und so kannst du ganz einfach eben auch daran gehen. Mhm. Oder stell dir mal vor, das erste Date. Wo sollst du hingehen? Ja, nach draußen oder nach drinnen? Genau, habe ich bei meiner Verlobten jetzt beim ersten Date auch gelegt. Und soll man eher irgendwo genau draußen oder drin? Ich habe mich gefragt, soll man was Verrücktes machen oder mhm. lieber zu zweit? Mhm. Und da habe ich die Blumen genommen für zu zweit was. Mhm. Und der Park wäre in Gesellschaft, weil im Park mhm. trifft man sich ja in Gesellschaft. Ja. Und da waren wirklich mehr Plusse hier gelegen, an dem Blumenstrauß. Und dann sind wir halt picknicken gegangen auf eine Wiese, wo nur wir zwei waren. Und ja, dann haben wir zusammengefunden. So einfach ist es. Ja, Plus, Minus, wird nächstes Jahr geheiratet. Genau. So weit ist es dann gekommen. So weit ist es gekommen. Die Karten haben den Grundstein gelegt. Toll, oder? Genau. Man sollte es sich einfach machen mit dem Kartenlegen. Das ist meine Botschaft. Und vor allen Dingen, jeder darf so Karten legen, wie er mag. Und jeder muss seine Bedeutung und seinen Weg finden. Und das, was wir hier, du hast ja auch viele Kolleginnen und Kollegen von mir, das ist alles nur eine Anregung. Und der Zuschauer sollte sich einfach wie in einem Selbstbedienungsladen bedienen. Der eine Experte sagt das, boah, das finde ich toll, der andere das. Und dann hat man sein eigenes System. Auch schön, wenn man es damit unterstützen kann dann auch noch, ne? Wenn man das für sich so einordnen kann. Ganz lieben Dank erstmal, lieber Stefan. Gerne. Und wir haben für Sie noch die August-Verlosung. Den ganzen Monat lang durch haben Sie die Chance, bei Facebook zu kommentieren, zu liken und zu teilen. Wenn Sie dieses wunderbare Isar-Kreuz mit der dazu passenden Gebetskarte, auf der hinten schön ein Gebet draufsteht, gewinnen mögen, gespendet von Sonja Dürrburger im Wert von über 120 Euro. Wirklich ein schönes, wertiges Schmuckstück, das Sie sich da um den Hals hängen können mit ganz, ganz tollen Energien. Wie gesagt, bei Facebook auf unserer Leichter-Leben-Seite sehen Sie diesen Post und diesen Post dann bitte liken, teilen und kommentieren. Dann sind Sie automatisch mit in der Verlosung drin, die dann Ende des Monats stattfindet und Anfang September wird dann auch hier bei Facebook und in der Sendung der Gewinner bekannt gegeben. Also seien Sie dabei. Jetzt haben wir für Sie noch einen werberelevanten Hinweis. Du möchtest wissen, was deine Zukunft bringt? Mit der Fortunica-App findest du die Antworten zu all deinen Fragen. Schreib mit echten Beratern und erfahre, was deine Zukunft bringt. Hol dir jetzt die kostenlose Fortunica-App für dein Smartphone. Fortunica, dein täglicher Begleiter für spirituelle Fragen. www.fortunica.de. Da sind wir schon wieder mit dem Nico und dem Trendbarometer. Richtig. Ja, ich fühle mich immer noch luftig frei. Luftig frei. Dankeschön. Das haben Sie schön gesagt. Nicht wahr? So, ich habe noch viel mehr mitgebracht. Ja, da gehe ich fest von aus. Und zwar... sonst wären wir jetzt aufgeschmissen. Wenn du ja nicht da bist, ist ja die Andrea eigentlich da. Ja. Und sie ist ja ganz, ganz verrückt nach diesem Pokémon Go. Ja, das ist sie. Sie spielt es auch immer gerne. Ja, eben. Auch hier im Studio. Und das hat sich leider echt durchgesetzt als Trend. Ich muss dazu sagen, ich hatte es genau einen Tag auf dem Handy und habe es danach quasi direkt wieder gelöscht. Ich habe es nicht mal für mich war es nichts. Ja. Weil...
Das ist meine Kindheit. Ja. Ein Nintendo. So wie Stefans auch. Genau, Stefan hat auch gerade eben schon gespielt. Das ist meine Kindheit, ein alter Nintendo. Der erste Gameboy übrigens. Ich habe ihn noch und er funktioniert noch mit dem Spiel Pokémon. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit Pokémon Go genauso viel Zeit investieren würde, wie ich damals in dieses Ding investiert habe, würde ich erstens nicht hier sitzen, zweitens nicht studieren und drittens nicht mehr nicht hier sein. Ja. Also deswegen, der Trend ist leider ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber dadurch, dass es so ein großes Thema ist, habe ich ihn jetzt einfach mal aufgegriffen. Den schönen Gameboy. Genau. Ansonsten habe ich... Kriegt man den zurzeit irgendwie, wird der bei eBay jetzt auch wie verrückt natürlich? Aber richtig übel. Jetzt sind die gerade richtig teuer. Ich habe den eigentlich rausgekramt, weil ich überlegt habe, durch Zufall habe ich den eBay-Link gesehen auf Facebook, dass die Dinge so jetzt mittlerweile so um die 100 Euro gehandelt werden. Und mit Spiel, die Spiele werden so um die 30 bis 40 Euro gehandelt. So vor 5 Jahren hättest du so ein Spiel für einen Fünfer bekommen. Genau. Ne? Deswegen habe ich überlegt, so ein bisschen Geld geil gewesen. Vielleicht kriege ich für das Set noch 140 Euro. Aber ich kann mich von dem Stück Kindheit einfach nicht trennen. Nee, ne? Deswegen habe ich ihn noch. Nein, sollte man behalten. Richtig. Ja. Ansonsten, ich habe hier einmal was mitgebracht. Und zwar handelt es sich um ein ganz klassisches Ladekabel. So sieht's aus, Ladekabel. Ich erkenne es wieder. Oder? Mhm. Ladekabel sind allerdings diesen Sommer auch out. Nein, wie lade ich denn dann? Das hat so eine Solarzelle aufs Handy? Nein, das hat so ein bisschen den Hintergrund auch von Pokémon Go. Und einfach, da man im Sommer, es ist wieder Trend, dass man rausgeht im Sommer und nicht irgendwie vorm Computer sitzt oder vor der Playstation. Und deswegen ist diesen Sommer ganz, ganz groß angesagt, die mobile Ladestation. Deswegen siehst du auch, wenn du im Park irgendwie durchläufst, du hast ganz, ganz oft Leute, die was in der Tasche haben, ein weißes Kabel hängt raus und das ist ins Handy eingesteckt. Das ist quasi diese mobile Ladestation. Und seit die Pokémon Go spielen, haben sie so eine große Umhängetasche das Kabel dann drin. Ja, du lachst. Ich habe einen Freund, der hat wirklich so einen Batzen. Ja. Und der setzt sich dann mit einem anderen Kollegen hin und dann sind beide Handys dran. Ja. Also die Dinger können was, die sind auch nicht so teuer. Aber ich bin halt doch der klassische Auflader über Nacht. Ja. Bei mir reicht ein Akkustand. Ja. Und ich bin da. Auch da heißt es, Augen auf beim Energiesparen. Ne? Richtig. Also richtig. Da können wir alle was für tun. So, dann habe ich einmal für den nächsten Trend, habe ich einmal... Ach, ist jetzt Sonnenuntergang ist Trend? Nein, habe ich einmal dieses Bild mitgebracht. Und dadurch, dass wir ja im Trend sind und gucken, muss ich leider so machen. Nee, nein. Oh. Denn wir hier in Berlin... Ja. Haben dieses Jahr leider keinen Sommer und deswegen ist der Sommer im Sommer 2016 leider out. Echt, der Sommer ist out? Ja, weil wir ihn nicht haben, aber wir hätten ihn eigentlich gerne. Richtig, ne? Wir hätten ihn gerne, aber... Ich glaube, morgen werden es in Berlin 26 Grad. Ja, morgen, aber wir haben auch schon Mitte August und letzte Nacht waren es 6 Grad. Ja, das ist schon heftig, ne? Mhm. Aber finde ich wiederum angenehm, wenn es nachts ein bisschen kühler ist. Aber keine 6 Grad. Nö, 6 ist ein bisschen sehr viel. Das muss nicht sein. Ansonsten, ich habe noch ganz, ganz viele... Hat Frosty denn die Heizung dann nachts angemacht? Wer ist denn Frosty? Achso, in der Tat, ja. Weil ich bin Warmduscher, das gebe ich ganz offen zu. Ja. Und ich friere auch nachts unglaublich. Ich habe mit Pullover diese Nacht geschlafen. Also. Und auch... So Schlaffüßchen angezogen? So? Nee, sowas habe ich leider nicht. Aber du, es gibt, das ist leider kein Trend, aber das kann ich vielleicht mal sagen. Meine Mama hat mir mal, weil ich wirklich friere nachts, hat die mir mal so eine Schuhe mitgebracht für nachts, wo so Kirschkernkissen sind. Ja. Die packst du in die Mikrowelle. Die Mikrowelle sind die schön warm dann und dann ziehst du die Schuhe an. Ja. Habe ich auch mal, ein Winter lang habe ich mal so eine Dinger gehabt. Das ist fantastisch, was es alles gibt. Also du musst echt nur eine Idee haben und bist Millionär. Also, toll, oder? Unfassbar. Wir hatten ja jetzt die Idee. Ja, stimmt. Mit unserer neuen Sportart. So, jetzt hattest du vorhin gefragt, was ich hier so angehangen habe. Ja. Und zwar, ich würde einmal kurz diesen Beutel, den kennt, glaube ich, so gut wie jeder seinen klassischen Jutebeutel. Jute statt Plastik. Genau. Das ist der Trend 2016. Ich zu einer Freundin immer gesagt habe, Jutta statt Plastik. Lustig, ne? Ja. Nee. Egal. Jens, lass mich. Ja, lustig. Genau. Es gibt ja jetzt, mittlerweile ist es ja überall so, dass man für eine Plastiktüte überall Geld zahlen muss. Das ist so ein bisschen der Umwelt angepasst, weil so eine Plastiktüte zerstört extrem viel. Deswegen ist dieses Ding wieder angesagt. Mhm. Und meine Oma, die übrigens zuguckt, hallo Oma, hat schon immer gesagt, das ist ihr Heiligtum und deswegen, wenn ich nachher vorbeikomme, schenke ich dir dieses Ding. Also aber, ich habe gedacht, das hast du ihr jetzt geklaut. Für nee, das ist mein eigener. Ich hab, aber ich habe ja gesagt, ich werde noch ein bisschen was an dir verändern und deswegen habe ich noch was mitgebracht. Es gibt nämlich noch eine Art Trend und zwar ist es dieser Rucksack. Ja, und deswegen bitte ich dich. Inzwischen, das ist der Turnbeutel-Rucksack. Genau, das ist der Turnbeutel-Rucksack. So der oder auch der Hipsterbeutel. Bleib einfach mal stehen, ich würde einmal zu dir auf die Seite kommen. Den trägt man ganz klassisch auf dem Rücken. Ja. Und
Ich habe dich ja vorhin auch schon gefragt, ob du einen Gürtel anhast. Ja, habe ich. Trend. Was mache ich nicht jetzt? Zu weit hoch, bitte. Trend 2016 ist es nämlich auch. Die Unterhose hochzuziehen, nein, oder was? Ein Teil seines Shirts ins T-Shirt zu stecken. Ach, guck mal, jetzt hast du nämlich die 7/8-Hose, ein Stück von deinem T-Shirt in deiner Hose und du hast einen wunderbaren Turnbeutel, Jens. Jetzt bräuchtest du nur noch andere Haare und du würdest wieder aussehen wie 20. Überhaupt Haare? Ja. Wie wär's mit deinen? Nein, die sind heilig. Nee, wir gehen nachher in die Maske, rasieren richtig schön sauber ab und dann kleben wir es mir drauf. Liebe Zuschauer, ich habe noch ein Thema vorbereitet. Genau. Ich bin sowas von hip diesen Sommer. Ja, es ist echt so. Also, dass du nicht immer so rumläufst. Frage ich mich auch. Ja. Weil mich niemand so gestylt hat. Ja, jetzt herzlichen bin ich ja Dank, da. Nico. Ja, bitteschön. Du bleibst noch ein paar Jahre, ne? Ich bleib noch ein paar Jahre, sensationell. Ja. Ich würde einmal ganz kurz das Thema Nacktsein in die Runde schmeißen und möchte ganz gerne mal deine erste... Möchtest gerne, dass du mich aussehen. Nein. Deine erste Intuition haben, wenn ich sage Nacktsein, so FKK-Bereich am Strand. Was fällt dir dazu als erstes ein oder was denkst du? Da fällt mir der schöne Spruch ein, FKK, ich bin so frei. Finde ich gut. Ja? Ja. Es ist luftig, also so luftig, wie es am Bein ist, ist es dann auch an anderen Körperteilen. Das finde ich so angenehm. Ja, es gibt nämlich einen ganz neuen Trend aus London. Und zwar das erste Nacktrestaurant. Oh. In einem Nacktrestaurant sind natürlich so große Beleuchtung oder Handys verboten. Aber da kannst du quasi hinkommen, kannst dich in der Umkleide ausziehen und speist dort komplett nackt. In der Umkleide? Ganz allein? Nein. Nein. Du sitzt dann halt so am Tisch wie wir, aber wir wären halt beide nackt. Das will sich jetzt kein Zuschauer vorstellen. Klingt komisch, ist aber so. Also, wo gibt's die Dinge? In London ist nur das. Nur in London bisher. Das erste wurde jetzt gerade eröffnet und das läuft, das boomt. Also, man das denke ich ja, mir. Man sieht es ja wahrscheinlich auch so an deutschen FKK-Stränden, was da manchmal los ist. Und wie wenig da gegessen wird. Ja. Und es boomt auf jeden Fall. Das ist die nächste Idee. Ja, hier in Deutschland zum Beispiel. Wir machen ein Nacktrestaurant am FKK-Strand. Da müssen die sich nicht extra. Da sparen wir uns die Umkleidekabinen, weißt du? Und bauen dann nur ein paar schöne Tische auf. Aber weißt du, was auch noch witzig ist? Die Kellner tragen nur Blätter über die Geschlechtsteile. Also die sind quasi auch nackt. Salatblätter? Also kann man die gleich. Na, du müsstest essen. Dir quasi umstellen. Wäre ja blöd, wenn die Kellner nicht nackt werden. Soll ich umrühren? Egal, lassen wir das. Ja, ich glaube, wir müssen zur nächsten Rubrik kommen, nämlich zur Verlosung. Dann machen wir das. Schade. Ja, ich habe noch. Weil du hast noch so viele schöne Sachen mitgebracht. Es war mir ein Fest mit dir. Ja, mir auch, wie immer. Ein großes Festival vom Allerfeinsten. Guck mal, ist bestimmt auch Trend. Lass uns über Engel reden, ist auch Trend. Ja. Von Alexandra Strüven. Dieses wunderbare Buch können Sie gewinnen, wenn Sie folgende Frage beantworten. Wie heißt die Rubrik von Stefan Schmidt? Ist es A, Lebenswetter oder B, Abendgewitter? Stichwort ist Rubrik. Schreiben Sie Antwort und Stichwort auf eine Postkarte und schicken diese an AstroTV Leichter Leben in 10452 Berlin. Einsendeschluss ist der 26. August und schreiben Sie auf die Postkarte auch Ihre Telefonnummer und oder Adresse, damit wir Sie im Fall erreichen können und Ihnen dieses wunderbare Buch dann auch zuschicken können. Jetzt wurde ich gerade gefragt, willst du den Rucksack nicht abnehmen? Nein, ich muss doch trendy sein. Ich nehme auch jetzt hier das Shirt nicht mehr raus. Da mache ich doch direkt mal mit. So, ich muss auch alles zeigen. Also hier, so, die Seite müsst ihr immer schön zeigen. So, und den Rucksack. So, bleibe ich die ganze Zeit so unbequem sitzen. Hauptsache, es ist trendy. Shansu Weinand ist bei mir, die wunderbar medial arbeitet und mir jetzt auch gerade gesagt hat, wann ich das mit dem Urlaub noch auf die Reihe kriege, wann es passend ist. Also jetzt erstmal schön in Ruhe den Umzug bewältigen und dann mache ich noch mal ein paar Tage ganz Galama. Und dann geht es mit dem Umzug noch weiter. Du hast mir dann, kurz danach hast du mir gesagt, so als die Werbung lief, ich könnte dir jetzt noch eine halbe Stunde was erzählen. Machen wir vielleicht nach der Sendung. Locker eine halbe Stunde. Aber ja, so geht es dir dann natürlich auch mit den Anrufern. Ne? Also da kommen da Informationen über Informationen über Informationen. Wie filterst du das für dich? Also siehst du dann schon, also egal was hochkommt, das ist in dem Moment wichtig oder filterst du da auch? Ich filtere das sehr, sehr stark sogar. Deswegen ist es immer besser, wenn man ein Thema hat und selber so ein Stückchen weiß, was will ich jetzt genau wissen und will ich das überhaupt wissen? Manchmal ist es ja auch wirklich tatsächlich so, dass man Dinge wissen will, die man eigentlich gar nicht wissen will und sich selber damit schadet. Das wird der Stefan kennen. Ja, ne?
Ja, und da filtere ich dann schon stark. Mhm. Es sei denn, ich werde eben ganz allgemein gefragt und da überlegen sich die Leute dann aber auch tatsächlich, die legen sich dann auch ganz schnell fest, ob ein Umzug wichtiger ist oder doch der Urlaub wichtiger ist. Also bei solchen Themen ist es, ja, sagen wir auch, relativ unkritisch. Jetzt gibt es natürlich auch Themen wie Tod. Ist ja immer mal gerne auch so ein Tabuthema. Jetzt wird so unter Lebensberatern oder auch Astrologen immer gesagt, wenn ich nach einem Todesdatum oder sowas gefragt werde, sowas gebe ich nie raus. Also über sowas wird einfach nicht gesprochen. Mhm. Wie ist das bei dir? Also hast du so eine Information dann auch, wenn du den Einschalter eindrückst, kommt so eine Information, was machst du dann damit? Also haust du es gleich wieder weg? Nein, das ist, ich habe vorhin von dem göttlichen Funken in uns gesprochen. Mhm. Der göttliche Funke existiert tatsächlich in allem, was uns umgibt und natürlich uns selbst auch. Das ist das Vereinende schlechthin. Jetzt ganz abgesehen von Religion und sonstigen Glaubensrichtungen, Hautfarbe, Nationalität und so weiter. Der Tod, das ist, hat nichts mehr mit diesem göttlichen Funken zu tun, sondern das ist Gottes Aufgabe und da mische ich mich auch nicht rein. Mhm. Ich bin nicht unbedingt der Meinung, ich müsste jetzt auch noch Gottes Aufgabe übernehmen und bestimmen, wann ein Mensch zu gehen hat oder wie lange der jetzt noch da bleiben darf. Du bestimmst es nicht, aber wenn du so eine Information bekommst. Nein, das bekomme ich auch gar nicht mit. Okay, so gemein ist das Göttliche dann Gott sei Dank doch nicht, dass man alle Informationen nun bekommt. Meine Aufgabe als Medium ist ja tatsächlich auch das, was bei mir ankommt, dem Menschen mitzuteilen, mitzugeben. Mhm. Und stell dir vor, ich würde diese Informationen bekommen. Was macht der Mensch damit? Ja, genau. Was macht er damit? Wie soll er dann noch in Leichtigkeit sein Leben führen können oder gar spirituell leben können? Was ja bedeutet, solche Werte wie Güte, Liebe, Freundlichkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit zu leben, heißt in Meditation, in Gebet, in Fürbitte zu leben, heißt, ginge ja gar nicht mehr, weil man einfach mit diesen Sorgen vollgestopft wäre. Diese Informationen kommen nicht. Existiert der Tod denn eigentlich für dich so in der Form? Ist es im Prinzip auch nur wieder so ein Übergang? Ne? Das ist ein Übergang. Das, der Tod als Körper, natürlich, der ist da. Die Seele, die ist nach wie vor wirklich, wir sind das, was unsere Ahnen sind. Mhm. Wir tragen sie alle nicht nur in uns, in unseren Genen, sondern auch wirklich bei uns. Und tragen die sind sie da. Dann auch weiter. Ja, und dann geht's das ist das Schöne. Wir sind nie allein. Es geht immer, immer weiter. Ja. Der endlose Kreislauf von Werden und Vergehen. Vorhin habe ich ja noch gesagt, dieses Diesseits und Jenseits existiert in unserer Vorstellung, auf dieser feinstofflichen Ebene, auf dieser seelischen Ebene ist die gar nicht gegeben. So ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass man zu den Menschen, die schon gegangen sind, vor uns gegangen sind, vorgefahren sind sozusagen, zu diesen Seelen Kontakt aufzubauen. Das ist wie, wenn ich mit dir mich gerade unterhalten würde und gar nicht großartig anders. Was du auch anbietest, die Rückführung beispielsweise in frühere Leben? Oder, nein, das mache ich gar nicht. Ich arbeite nicht mit Verstorbenen Jenseitskontakt. Ja, ne? Genau. Das würdest du auch. Jetzt sagt mir die Regie schon, ich würde gerne noch, wir können ja nachher noch ein Stückchen weiter. Gerne. Du kommst einfach auch noch mal zu Gast zu uns ins Studio. Jetzt haben wir für Sie noch den Spruch des Tages. Und dann sind wir schon durch. Wer nicht an sich selbst glaubt, kann auch niemals an Gott glauben. Ja? Ja, denn du hast ja gesagt, der göttliche Funke ist in jedem von uns, in jedem Lebewesen, auch in jedem Stein, in allem. Also ist das natürlich, wenn ich nicht an mich selbst glaube. Wir glauben an uns. Wir glauben daran, dass wir alle trendy sind. In welcher Form auch immer. Du ganz besonders. Ja, ich heule jetzt durch das Styling von Nico ganz besonders. Machen Sie es gut. Ein wunderbares Wochenende wünschen wir Ihnen. Und ganz lieben Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und Montag dann Andrea wieder für Sie da. Freuen Sie sich drauf. Ein buntes Wochenende. Ganz, ganz viel Spaß. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.